Heute werde ich ein Buch namens Automatisch Millionär – Die bombensichere Anleitung, steinreich zu werden, von David Bach zusammenfassen. David glaubt fest daran, dass man Millionär werden kann, unabhängig davon, wie viel Geld man im Moment verdient. Du musst auch nicht viel zusätzliches Einkommen erzielen, um reich zu werden. Tatsächlich reichen schon 5 Euro pro Tag aus. Die meisten Menschen glauben, dass das Geheimnis des Reichwerdens darin besteht, neue Wege zur Einkommenssteigerung zu finden. Nun, das ist so einfach nicht wahr. Frag jeden, der im letzten Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen hat, ob sich seine Ersparnisse erhöht haben. In fast allen Fällen wird die Antwort Nein lauten. Sieh dir einfach dein eigenes Leben an. Wahrscheinlich verdienst du heute mehr als vor 10 Jahren. Aber bist du jetzt reicher? Hast du jetzt mehr Vermögen? Sparst du jetzt mehr? Höchstwahrscheinlich lautet die Antwort Nein. Warum ist das so? Nun, je mehr wir verdienen, desto mehr geben wir aus. Wie viel du verdienst, hat fast keinen Einfluss darauf, ob du Reichtum aufbaust oder nicht. Um automatisch Millionär zu werden, musst du den Gedanken akzeptieren, dass du unabhängig von der Höhe deines Gehaltschecks wahrscheinlich bereits genug Geld verdient hast, um reich zu werden. Lass mich diesen letzten Teil wiederholen. Unabhängig von der Höhe deines Gehaltschecks verdienst du wahrscheinlich bereits genug Geld, um reich zu werden. Ich höre dich schon sagen, komm schon, das, was ich verdiene, reicht kaum aus, um meine Ausgaben am Ende des Monats zu decken, und du sagst mir, dass ich mit diesem Einkommen immer noch reich werden kann? Nun, erstens bin nicht ich es, der das sagt, sondern der Autor. Und zweitens, ja, du hast recht. Du kannst mit dem, was du jetzt verdienst, reich werden. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dies zu glauben. Nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. Dies ist ein Aha-Moment, der dein Leben finanziell wirklich verändern kann. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was das Geheimnis ist. Nun, das Geheimnis heißt Latte-Faktor. Es besagt im Grunde, dass man reich wird, wenn man diesen Betrag investiert, statt 5 Euro pro Tasse für Kaffee auszugeben. Um ehrlich zu sein, als ich das gelesen habe, habe ich aufgehört, das Buch zu lesen und mir gesagt, oh, noch ein Finanzguru, der mir sagt, ich soll aufhören, Kaffee zu trinken. Ich werde doch nicht mein Lieblingsgetränk aufgeben, nur um 5 Euro zu sparen. Ich hatte vor, das Buch zurückzugeben und mir das Geld zurückerstatten zu lassen. Aber dann habe ich weitergelesen, nur um mich zu unterhalten und zu sehen, was für einen Unsinn der Autor noch so erzählen wird. Ich bin froh, dass ich das getan habe, denn es war falsch, das Buch zu schnell zu beurteilen, und ich habe herausgefunden, dass es bei Latte-Faktor gar nicht um Kaffee geht, wie der Name es vermuten lässt. Der Grund für den Namen Latte-Faktor liegt in der Art und Weise, wie dieses Konzept entstanden ist. David erzählt, dass sich in einem der Seminare eine Frau darüber beschwerte, dass das, was er lehrte, nicht praktikabel sei, weil sie am Ende des Monats kaum überleben könne und es keine Möglichkeit gäbe, auch nur 5 Euro zusätzlich zu sparen, um zu investieren. Nachdem David ihre täglichen Ausgaben analysiert hatte, fand er heraus, dass sie jeden Morgen etwa 5 Euro für Kaffee und Muffins und weitere 5 Euro für Snacks gegen 11 Uhr ausgibt. Jeden Tag gibt sie also bis 11 Uhr 10 Euro aus, und das noch vor der Mittagspause. David bat die Frau zu schätzen, wie viel Geld sie bis zu ihrem Ruhestand haben könnte, wenn sie die Hälfte dieser 10 Euro investieren würde. Sie dachte, dass es vielleicht 70.000 oder 80.000 Euro sein würden. Nach einigen Berechnungen war die Frau schockiert, als sie herausfand, dass sie bei einer Investition von 5 Euro pro Tag und einer Rendite von 10% bis zu ihrer Pensionierung 1,2 Millionen Euro haben könnte. Ihr täglicher Kaffee und Muffin kosteten sie 1,2 Millionen Euro. Das war der Weckruf für sie, etwas zu ändern. Und so wurde der Latte-Faktor geboren. Einige von euch denken jetzt wahrscheinlich, dass dies nicht auf euch zutrifft, weil ihr keinen Kaffee trinkt, und selbst wenn ihr es tätet, würdet ihr niemals so viel Geld wie die Frau für Milchkaffee oder Muffins ausgeben. Wenn du so denkst, dann verstehst du den Punkt nicht, so wie ich, als ich zum ersten Mal vom Latte-Faktor hörte. Worüber der Autor hier spricht, ist nicht nur Milchkaffee. Es geht darum, dass wir uns nicht bewusst darüber sind, wie viel Geld wir für Kleinigkeiten verschwenden und wie es unser Leben verändern kann, wenn wir unsere Gewohnheiten nur ein wenig ändern. Wahrscheinlich ist dein Latte-Faktor nicht Latte, sondern das Geld, das du für Wasser in Flaschen, Zigaretten, Softdrinks, Schokoriegel, Fastfood, Mitgliedschaften und so weiter verschwendest. Was auch immer es sein mag, wir alle haben einen Latte-Faktor,
Wir alle werfen zu viel von unserem hart verdienten Geld für unnötige, kleine Ausgaben weg, ohne zu merken, wie schnell sie sich summieren können. Der Latte-Faktor ist bei jedem Menschen anders. Für dich ist es vielleicht tägliches Essen gehen oder Zigaretten. Für eine andere Person ist es vielleicht ein zweites Haus oder ein zweites Auto, das sie nicht benutzt. Wenn euch das Video bis jetzt gefällt, lasst es mich wissen, indem ihr den Like-Button drückt und meinen Kanal abonniert. Danke! In ein paar Minuten werde ich dir erklären, wie du deinen Latte-Faktor herausfinden kannst. Aber lass uns zunächst einen Blick auf dieses Diagramm werfen und sehen, wie eine Investition von 5 Euro oder 5 Dollar pro Tag mit einer Rendite von 10% in 40 Jahren aussehen kann. Dies ist der Geldbetrag, den du verlierst, wenn du deinen Latte-Faktor nicht ermittelst und änderst. Wenn du deinen Latte-Faktor herausfinden möchtest, verfolge einfach eine Woche lang deine Ausgaben. Wenn dir das zu lang erscheint, mach es einfach 2 Tage lang, aber ändere dein Verhalten in diesen 2 Tagen nicht. Schreib alles auf und wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich alles, auch wenn es nur ein paar Cent kostet. Egal wie du es bezahlst, bar oder mit Karte. Der Autor empfiehlt dringend, alles aufzuschreiben und nicht im Kopf zu machen, denn in geschriebenen Zahlen steckt so viel Kraft. Diese Übung wird dir dabei helfen, klar zu erkennen, für welche Dinge du Geld verschwendest. An dieser Stelle kommen die Ja-Aber ins Spiel. Was ist ein Ja-Aber? Es ist das, was Menschen ständig tun, um ihren derzeitigen Platz im Leben zu rationalisieren und keine neuen Maßnahmen zu ergreifen. Woher weißt du, ob du ein Ja-Aber bist? Du gehörst wahrscheinlich zu den Leuten, die, wenn sie gerade Selbstgespräche führen, Dinge sagen wie: Ja, aber ich verschwende doch gar kein Geld für irgendwas. Ja, aber bei der Inflation und allem sind 1 Million Euro in 30 Jahren nicht mehr viel wert. Falsch. Geld wird mehr wert sein, als du denkst. Und es wird auf jeden Fall viel mehr wert sein als nichts, was du haben wirst, wenn du nicht jetzt anfängst, Geld beiseite zu legen. Ja, aber ich werde nie eine Rendite von 10% auf mein Geld erzielen können. Nun, selbst wenn du 5% erzielst, kannst du immer noch 500.000 Euro haben, was gar nicht so schlecht ist. Ja, aber es gibt wirklich keine Möglichkeit, kleine Geldbeträge zu sparen und zu investieren. Man braucht viel mehr als das, um investieren zu können. Falsch. Heutzutage kann man schon mit 1 Euro pro Tag einen automatischen Anlageplan einrichten. Ja, aber selbst wenn ich einen Weg finde, 5 Euro pro Tag zusätzlich zu sparen, weiß ich nicht, wo ich sie investieren soll. Nun, selbst wenn du nicht investierst, kannst du es zumindest dafür verwenden, deinen Kredit oder deine Hypothek früher zu tilgen. Wenn du einen Kredit mit 7% Zinsen abbezahlst, ist das so, als würdest du in etwas investieren, das dir 7% Rendite bringt. Oder du könntest das Geld verwenden, um dir ein Nebengeschäft aufzubauen. Für mich persönlich ist dies eine der besten Möglichkeiten zu investieren, da die Rendite recht hoch ist. Der Autor empfiehlt, das Geld in deine Altersvorsorge zu investieren. In dem Buch gibt es viele Ratschläge, wie man dies tun kann, aber es richtet sich hauptsächlich an US-Bürger. Wenn du in deine Altersvorsorge investieren möchtest, solltest du dich informieren, welche Altersvorsorgepläne in deinem Land angeboten werden. Bevor wir zum nächsten Teil des Videos kommen, möchte ich dir noch ein Diagramm zeigen. Ich wünschte, jemand hätte mir dieses Diagramm gezeigt, als ich 15 Jahre alt war. Wenn du jung bist, könnte dieses Diagramm für dich tatsächlich lebensverändernd sein. In der Grafik siehst du 3 Personen: Bernd, Sandra und Kirstin. Alle 3 investieren 3.000 Euro pro Jahr. Das sind etwa 8,30 Euro pro Tag. Und alle 3 erhalten 10% jährliche Rendite auf ihre Investitionen. Bernd beginnt im Alter von 15 Jahren zu investieren und investiert nur 5 Jahre lang, bis er 19 Jahre alt ist. Dann hört er einfach auf zu investieren und lässt sein Geld wachsen, ohne etwas hinzuzufügen. Sandra beginnt im Alter von 19 Jahren zu investieren und investiert 8 Jahre lang bis zum Alter von 26 Jahren. Kirstin beginnt im Alter von 27 Jahren zu investieren und investiert bis zum Alter von 65 Jahren. Sie investiert genauso wie Sandra und Bernd jedes Jahr 3.000 Euro, aber sie tut dies 39 Jahre lang. Jetzt kommt die große Frage: Wer hat im Alter von 65 Jahren mehr Geld? Nun, wenn du denkst, dass Kirstin den höchsten Geldbetrag hat, weil sie am längsten und am meisten investiert hat, dann liegst du falsch. Sie hat tatsächlich am wenigsten von den dreien.
Hier sind die Zahlen im Alter von 65 Jahren. Kirstin hat etwa 1,3 Millionen Euro. Sie hat insgesamt 117.000 Euro investiert. Der Anlagezeitraum beträgt 39 Jahre. Sandra hat 1,5 Millionen Euro. Sie hat innerhalb von 8 Jahren 24.000 Euro investiert. Bernd schließlich hat 1,6 Millionen Euro und einen investierten Betrag von 15.000 Euro. Der Anlagezeitraum beträgt 5 Jahre. Wie du siehst, hat Bernd am wenigsten Zeit und Geld investiert, aber trotzdem hat er am Ende den größten Geldbetrag erhalten. Warum? Ganz einfach, weil er früher angefangen hat. Das ist die Macht der Zeit beim Investieren. Um zusammenzufassen, worüber wir bisher gesprochen haben. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie du deinen Latte-Faktor finden kannst und wie ich bereits erwähnt habe, ist der Zweck des Latte-Faktor nur, dir zu helfen, zu erkennen, dass du bereits genug Geld hast, um zu investieren und reich zu werden. Wenn du nach dieser Übung die Dinge ernster nehmen und dein Geldspiel auf ein neues Niveau heben willst, musst du noch eine weitere Sache tun. Du musst zuerst dich selbst bezahlen. Du kennst dieses Konzept wahrscheinlich, also werde ich nicht weiter darauf eingehen. Aber ich möchte dir erklären, warum du es tun musst. Wir Menschen sind in vielen Dingen schrecklich und eines davon ist haushaltliche Planung. Budgetierung ist wie Kalorienzählen, wenn man eine Diät macht. Man macht es ein paar Tage, vielleicht wochenlang, aber dann hört man auf, es zu tun. Wenn du also einen Haushalt aufstellst, um dich selbst zu bezahlen, wirst du wahrscheinlich am Ende alle anderen bezahlen, aber nicht dich selbst. Du musst dich selbst vorrangig behandeln und zuerst bezahlen, so wie es die Regierung auch tut. Der Staat hat sich nicht immer einen Teil deines Gehaltschecks geschnappt, bevor du ihn überhaupt gesehen hast. Bis 1943 zum Beispiel bekamen die Menschen ihr Geld, wenn sie es verdienten, und wurden erst im nächsten Frühjahr zur Zahlung von Einkommensteuern aufgefordert. Aus der Sicht der Regierung war dieses System jedoch problematisch. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass die Menschen genug Geld zurücklegen würden, um im nächsten Frühjahr, wenn die Rechnung fällig wurde, ihre Steuern zahlen zu können. Denk du nur einmal kurz darüber nach. Die Regierung ist ziemlich schlau. Sie hat schon vor Jahren herausgefunden, dass die Menschen nicht haushalten können. Also hat sie ein System eingerichtet, das sicherstellt, dass sie zuerst bezahlt wird. Die Regierung hat nicht nur dafür gesorgt, dass sie zuerst bezahlt wird, sie hat den Prozess auch automatisiert, damit es keine Probleme gibt. Sie hat einen nahezu idiotensicheren Weg gefunden, um sicherzustellen, dass sie immer ihr Geld bekommt, ohne Wenn und Aber. Jetzt musst du dasselbe tun. Du musst ein System einrichten, das dir garantiert, dass du bezahlt wirst. Ein System, bei dem du dich zuerst selbst bezahlst. Und hier kommt der wichtigste Teil von allen und ich bin froh, dass der Autor auch darüber spricht. Und das ist Automation. Es spielt keine Rolle, wie viel du dir selbst zahlst oder wo du das Geld investierst. Mach es automatisch. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig die Automatisierung ist. Wenn du nur 2 Dinge aus diesem Video mitnimmst, dann sollte das erste sein, sich selbst zu bezahlen und das zweite es automatisch zu machen. Du bist nicht diszipliniert genug, um dies jeden Monat zu tun. Akzeptiere es einfach als Tatsache. Der Autor sagt, dass er in 9 Jahren viele Leute gesehen hat, die versucht haben, es manuell zu machen und sich dabei auf Disziplin verlassen haben. Aber alle sind gescheitert, außer einer Person. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte über das Buch selbst verlieren. Es enthält eine ganze Reihe praktischer Ratschläge, von denen einige jedoch nur für US-Bürger gelten. Sehr gut gefallen haben mir die Latte-Faktor-Übung, die Kapitel über die Selbstbezahlung und die Automatisierung. Es gibt eine Sache, die ich nicht mag, nicht nur in diesem Buch, sondern in vielen Büchern über persönliche Finanzen, und das ist, wenn man sich zu sehr auf den Ruhestand konzentriert und darüber spricht, wie toll das Leben sein wird, wenn man mit 65 Jahren endlich mit 1 Million Euro in Rente geht. Ich persönlich finde das langweilig und außerdem weiß ich nicht, ob ich im Alter von 65 Jahren noch bei guter Gesundheit sein werde, um das Geld, das ich dann habe, zu genießen. Ich würde mich über mehr Finanzbücher freuen, in denen es darum geht, jungreich zu werden. Versteh mich bitte nicht falsch, ich sage nicht, dass langfristiges Investieren für den Ruhestand schlecht ist oder dass man es nicht tun sollte. Ich persönlich tue das auch, aber ich verlasse mich nicht darauf, dass das für mich sorgt. Es ist eine nette Sache, zumal es nicht viel Aufwand bedeutet. Wenn man es einmal eingerichtet hat, läuft es von selbst.
Ich persönlich konzentriere mich hauptsächlich darauf, jungreich zu werden, indem ich Unternehmen gründe. Aber ich verstehe, dass die meisten Leute, die sich dieses Video ansehen, diesen Schritt nicht gehen wollen und das ist absolut in Ordnung. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie man jungreich wird, dann schau dir gern das Video an, das du jetzt auf der rechten Seite des Bildschirms siehst. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du langsam aber sicher reich wirst, dann sieh dir das Video auf der linken Seite des Bildschirms an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.